Wir haben schon komische Essgewohnheiten, das muss man sagen. Nein, du Fuscher! Das war so unwahrscheinlich, das hat niemand geglaubt. Wow, ich freue mich ganz. Wie langsam ist der Bauchmusik, wenn man sich die Socken anziehen will? Was machst du denn überhaupt? Wieso ziehst du dir schon Socken an? Es ist Sonntag, 10 Uhr morgens. Ich gebe mir jetzt einen Crepe um. Wie? Ich weiß auch nicht, unsere Nachbarn machen Crepe, ich hätte auch gerne einen. Und dann gehst du jetzt einfach rüber und holst dir einen? Auch rein? Ja, schon. Hallo Freunde, es ist Sunday. Ich weiß gar nicht, ob wir es eben schon gesagt haben. Wir hatten unser absolutes Chill-Wochenende. Gestern habe ich den ganzen Tag gezockt, Mone den ganzen Tag gelesen und so ein bisschen Prego-Wellness-Tag gemacht. Und jetzt machen wir gerade so unsere wöchentlichen Fotos und heute auch nochmal so ein monatliches Video. Yeah. Yeah. Und ich wollte noch einmal ganz kurz euch ein Bauchi-Update geben. Schaut mal. Da ist einfach unsere kleine Prinzessin drin. Yeah. Und übrigens, super viele von euch haben in die Kommentare geschrieben und auch alle unsere Freunde sagen und so, ey ja, es ist definitiv ein Tritt gewesen. Ja? Ja, es haben super viele geschrieben, ja. Deswegen glauben wir jetzt einfach mal daran. Ich glaube auch sehr daran, weil so langsam ich es auch deutlich als Tritte wahrnehme. Kleine Mini-Tritte, aber es sind Tritte auf jeden Fall. Ja, wir haben auch schon die Hälfte rum, ne? Also, würden Sie einmal den Stuhl beiseite schieben? Yes. Hier, I can do this. So, wo standst du? Ist das richtig? Ja, hier glaube ich. Ungefähr. Bereit? Okay. Mm. Tolli, Molli. Tolli. Hi. Na, wie geht's euch, Freunde? Wir hatten heute einen sehr, sehr, sehr entspannten Sonntag, der jetzt nochmal sehr entspannt fortgeführt wurde. Wir waren bei meinen Eltern und haben Waffeln gegessen. Ne? Ach, hätte ich eigentlich filmen können für euch, ne? Ich habe irgendwie vergessen, du. Und jetzt wird da vorne Football geguckt. Ihr seht sowieso nichts, weil zensiert. Da hängt der faule Sack. Ja, ich bin der faule Sack. Und da vorne sind die beiden Mädels. Hi. Hallo. Was macht ihr da Feines? Ihr malt. Ihr malt? Zeig doch mal. Eieieiei. Das gefällt mir aber nicht hier. Das war schöner. Schau mal. Das sieht aber süß aus. Ja. Oh ja. Schau. Ja. Cool, wa? Das ist wirklich cool. Gerade eben habe ich noch ein Fußbad gemacht. Ich bin richtig fertig und gehe jetzt gleich ins Bett. Ja. Ich kann nicht mehr. Das ist ein guter. Oh Gott, ich habe einen Schluck auf. Dann denkt jemand an dich. Wer denkt an dich? Oha. Ich bin's nicht. Oha. Baby Mahoney! Ja! Die Prinzessin! Guten Morgen, Freunde. Wir haben Montag. Neue Woche, neues Glück, wie ich immer so schön sage. Ich habe mir gerade einen eiskalten Kakao gemacht. Richtig geil. Und jetzt mache ich mir kurz meinen Toast. Wir müssen unbedingt heute einkaufen gehen. Wir haben nämlich keine Laugenstangen mehr, die ich mir morgens ja immer mache. Und jetzt habe ich irgendwie Lust auf einen Toast mit Frischkäse. Das mache ich mir jetzt und dann gehe ich mich oben fertig machen. Wir bekommen nämlich in knapp einer Stunde Besuch von unserer Hebamme. Freue mich. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß, guten Morgen gesagt. Ich weiß nicht, ob man mich hier sieht. Hallo. Ich habe mir gerade einen Eiskaffee gemacht. Muss kurz. Ah, habe ich euch schon erzählt, dass mein Fuß irgendwie kaputt ist? Das liegt am Alter. Alter Mann. Also, schau. Wenn du ins Bett. Lass mich doch kurz die Leute mal. Ich habe die Leute schon begrüßt. Mit meinem Fuß. Nein, das kannst du doch gleich machen. Ich will es dir kurz zeigen, bevor die Hebamme kommt. Also wenn du abends ins Bett kommst, dann liegt es wahrscheinlich so da, weil ich habe das gelesen. Mhm. Dann machst du hier unten an und dann liest du. Dann liest du das. Okay. Und liest du das. Ja, okay, danke. Das war's. Das ist toll. Und wenn du schlafen willst, dann machst du einfach aus. Okay. Und dann ist da... Oh, nice. Freunde, man will es kaum glauben, aber ich habe wieder gelesen und das Lesen für mich entdeckt vor allen Dingen. Ja, schon vor einiger Zeit, aber jetzt hatte ich wieder durch die letzten Wochen so ein bisschen trubelig hier und so, bin ich nicht dazu gekommen. Und jetzt habe ich aber dieses Buch hier, wenn sie wüsste, tatsächlich zu Ende gelesen. Und das ist ein Buch, was ihr uns empfohlen habt, glaube ich, ne? Ja. Weil ich gefragt habe, ich suche was, was wie Variety ist. Ich muss tatsächlich sagen, das hat sehr große Variety-Vibes. Ich bin gespannt. Es ist schriftstellerisch mäßig nicht so gut geschrieben, wie jetzt
Colleen Hoover. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, 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 sehr gut. Kann ich empfehlen, habe ich gelesen. Top. Und jetzt habe ich zu Mono gesagt, guck mal, damit ich auch endlich mal weiß, worüber ihr da redet, damit ich mitreden kann, da kommt bald ein Film oder eine Serie sogar auch zu raus. Da ist die Sache. Ja, wir machen gleich weiter. Wir überlegen uns gerade Podcast-Themen, beziehungsweise ein neues Geräusch der Woche, Freunde. Und wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, hört auf jeden Fall in die Podcast-Folgen mal rein. Was kann man machen die Woche? Was Weihnachtliches. Oh, das ist natürlich jetzt dann schon ein sehr guter Tipp, aber ja, es ist schon, glaube ich, geht in die richtige Richtung. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Aber hier gibt es keine Tipps, Freunde. Das reicht jetzt. Ihr habt schon in Richtung weihnachtlich gehört. Übrigens an der Stelle auch nochmal ganz kurz off-topic zum Thema Schlemmerstübchen, Freunde. Wir haben das erste Mal einen Black Friday Sale. Der Black Friday ist zwar jetzt schon vorbei, aber wir sind quasi so, ja, ans Ende der Black Friday Zeit gegangen. Ihr könnt jetzt bis Ende der Woche noch, bis zum Freitag, bis zu 20% Rabatt euch sichern, Freunde. Ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro. Also wenn ihr eine Marmelade ohne Soße, irgendwie ein Bundle hin und her bestellt, dann könnt ihr da richtig, richtig UTCL sparen und das ist nur möglich, weil wir die letzte Zeit so gut kalkuliert haben und wir immer mal bei so Black Friday Aktionen unbedingt mitmachen wollten, um euch auch was zurückgeben zu können. Und ja, das ist jetzt das erste Jahr möglich, deswegen schaut gerne mal im Shop vorbei, ist unten verlinkt, Freunde. Wocheneinkauf bei den Mahonies mit Vicky. Yes, wir haben eingekauft und ja, mal wieder für einen Monat Getränke geholt. Die waren im Angebot. Ja, wir kaufen Getränke immer nur im Angebot. Stapel die nach hinten, dann vorne die Lebensmittel. Ich freue mich so sehr auf diese Woche, weil wir haben so geile Gerichte für diese Woche geplant. Ich bin richtig happy. Und Kobi spielt jetzt hier Tetris. Das Ding ist, wir brauchen aber auch immer so viele Getränke, weil wir immer so viel Besuch haben. Da geht halt auch immer viel weg. Hallo? Oh, Wahnsinn. Guck mal, und die passen nämlich perfekt so davor. Nicht nur hier, sondern auch hier und hier. Na? Der Stuhl hat sich jetzt schon ganz schön bezahlt gemacht, oder? Ja. Guck mal. Ne? Du, der zuerst gehält hat, sogar Juli liebt ja. Sobald ich hier drauf sitze, kommt er immer an. Ne? Du liebst auch das Schaukeln. Ja, das stimmt schon. Ne? Du musst du ja, klar. Klar, jetzt musst du gehen. Vorbild. Natürlich. Hallo. Ne, ich sitze seltenst auf der Couch. Bro. Oh, sorry. Ich wollte euch nicht... Nö, nee, du hast jetzt nicht gestört, gar kein Problem, ja. Ich sitze selten auf der Couch. Also wenn ich morgens runterkomme, setze ich mich hier mit meinem Kakao oder mit meiner Erdbeermilch mittags. Wenn ich am Handy, früher saß ich immer auf den da. Ja. Ich setze mich immer hier hin. Das ist wirklich, ja. Aber eigentlich soll der ja ins Babyzimmer. Eigentlich ja, ne? Und du wirst da nicht hochgehen, um dich da hinzusetzen. Das ist doof. Vielleicht brauchen wir einfach so einen schönen Stuhl, der einfach so da stehen kann. Ja, wenn der Weihnachtsbaum nicht ist, ich finde aktuell sieht der ein bisschen random aus. Ja, ja, ja. Aber normalerweise steht der ja da, wo der Weihnachtsbaum steht. Ja, dann ab dem 27. wieder weg. 28. Dann kann er da stehen. War der Baum weg? Ja. Nee. Wie? Nein. Doch. Nee. Wir können dieses Jahr gerne was früher wegmachen als sonst. Ja. Also nicht so im März. Im Januar können wir ihn schon wegtun. 2. Januar. Nein. Noch. Doch. Bäh. Mitte Januar. Bäh. Vor unserem Geburtstag. Das ist schon hart. Er stand immer an meinem Geburtstag. Warte mal. Oder vielleicht lassen wir ihn an meinem noch stehen und an deinem machen. Anfang Januar. Am 25. Januar ihn weg. Okay, komm, Mitte Januar. Anfang Januar. Nein, du Fuscher. Du kriegst nichts zu essen heute. Oha, oh Mann. Leute, schaut mal an, was hier liegt. Ich bin ja jetzt unter die Kindle-Leser gegangen. Ich wollte gerade sagen, deswegen, ich ist super verwirrend. Habe ich das jetzt im Podcast erzählt? Habe ich das hier erzählt? Manchmal ist es wirklich... Du hast nicht erzählt, was du liest. Ach so, ja, hier, Fourth Wing, Freunde. Ich weiß, ich habe mich da eigentlich vorgesträubt, so wegen hier diese Game of Thrones-Verschnitt und so. Ja. Aber ich glaube, dass mir das dadurch sehr gut gefallen könnte. Ich glaube auch. Ja. Und es ist auch ein bisschen, wie nennt man sowas, sehr, es ist anspruchsvoll zu lesen. Mhm, ja, deswegen. Das wird dir, glaube ich, gut gefallen. Ich glaube auch. Ja. So, einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich ziehe mich jetzt gerade um, beziehungsweise habe mich schon umgezogen. Ich ziehe mir jetzt noch was drüber. Ich weiß aber gerade noch nicht, was. Ich wollte eigentlich mal wieder mein altes Frankreich-Trikot anziehen. Das ist aber irgendwie nicht da. Und das ist irgendwie merkwürdig. Warum ist es nicht da? Ich glaube, ich ziehe einfach mal ein normales weißes Adidas-Shirt an. Ihr wisst, was das bedeutet. Es geht ab ins Gym. Ich muss sagen, aktuell schaffe ich es oft erst nachmittags oder abends ins Gym. Was mich
bisschen nervt jetzt nicht, aber was halt, es ist halt wie es ist. Ich versuche ja den Sport um mein Leben drumherum zu machen und nicht den Sport zum Leben zu machen, weil ja, ich liebe das Gym, ja, es hat mir unfassbar geholfen und es wird mir auch weiterhin noch helfen, abzunehmen, dran zu bleiben und all diese ganzen Sachen, aber man muss auch halt auch einfach sagen, genauso wie das bei euch wahrscheinlich noch viel mehr der Fall ist teilweise, man hat einfach unfassbar viele Verpflichtungen, man muss irgendwie arbeiten, dann will man Freunde noch Familie sehen und hin und her, da will man auch mal chillen, da will man auch mal, ne, so, und da muss man einfach gucken, dass man mit allem zurechtkommt und aktuell schiebe ich den Sport ums Leben drum herum. Das sah die letzten Monate auf jeden Fall auch mal anders aus. Da habe ich wirklich konstant alles um den Sport herum geplant. War wahrscheinlich auch gut so, einfach um durchzuziehen. Aber jetzt so langsam, wo ich nur noch so Schritt für Schritt, langsamen Schrittes abnehmen will noch so ein bisschen, dann ja, sollte das eigentlich auch so passen. Aktuell Gewicht halte ich perfekt. Ich bin genau im Rahmen. Bauch ist flach. Ich fühle mich gut. Alles top. Ab ins Training. Oh, oh Gott. Ja. Wir haben uns beide dick angezogen. Wir gehen nämlich jetzt zum Sport. Das war so unwahrscheinlich, das hat niemand geglaubt. Komm, wir gehen jetzt zum Sport. Ich habe mich dick angezogen. Ich gehe nämlich jetzt eine Runde mit Juli. Und ich habe lustigerweise gerade Vicky gefragt, ob sie mit spazieren gehen möchte. Oh, es hat geregnet. Und sie so, oh, voll gerne. Weil Vicky ist auch so eine Spaziermaus. Sie liebt es auch gerne, spazieren zu gehen. Aber sie geht jetzt auch ins Fitnessstudio. Ist so lustig. Also sie hat jetzt sich jetzt auch im Fitnessstudio angemeldet, wo Kobi trainieren geht. Und jetzt gehen sie einfach zusammen trainieren. Also im selben Studio. Also sie geht jetzt zu Fuß zum Fitnessstudio. Und ich begleite sie einfach ein Stück. Und Herr Mahoney fährt mit dem Auto. Ne? Nehmen Sie sich mal ein Beispiel an der Frau Victoria. Was denn? Ja, Vicky geht zu Fuß und du fährst mit dem Auto. Ja, also das ist mir, ich bin so geschwitzt danach. Ja, das wäre aber nicht mir, gut. Das wäre nicht gut, da bin ich dauernd krank. Das stimmt. Love you. Love you too, viel Spaß. Es regnet ja. Ich muss mir noch eine Mütze holen. Gesehen. Wen hast du gesehen? Ja, da. Aber irgendwie ist da jetzt jemand weg. Ja, ich gehe auch nochmal weg. Ich muss mir eine Mütze holen, es regnet. Obwohl, ich habe doch eine Kapuze in meiner Jacke. Ah. Wie genial, nimm mal. Ja, wie cool. Ah. Super! Geil! Toll! Tschüss! Trainierst du heute auch? Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Fährst du jetzt zum Training? Ja. Ja, toll, jetzt geh ich zu Fuß, während er fährt. Ja, ist so, komm, fahr mit, oder? Nee. Voll unnötig. Ich hab schon gesagt, ich geh mit dir. Geh zu Fuß! Ich geh jetzt nur einmal kurz eine Runde mit Juli. Fahr ruhig mit, komm, ihr seid doof. Tschüss, geht doch beide trainieren. Lasst mich alle alleine. Ja, tschüss! Nein, dann ist gut. Viel Spaß, tschüss! Lonely! I'm so lonely! Ja, komm, wir gehen! Begleitet mich. Hier ist Schritttempo. Ja. In der Zone hier. Ja. Tschö, viel Spaß. Danke. So, Freunde. Kobi ist beim Sport. Ich habe gerade ein kleines Päuschen gemacht und ein bisschen was gelesen. Ich lese jetzt aktuell die Dunbridge Academy, den ersten Teil. Ich bin jetzt mit dem dritten Teil von der Akota-Reihe durch gewesen und brauchte jetzt mal kurz einen Genrewechsel. Ich konnte jetzt gerade kein Fantasy mehr lesen. Das war ja auch wieder gefühlt ein fast 1000 Seiten Buch. 800 oder so, glaube ich. Also es hatte es in sich. Jetzt brauchte ich ein bisschen was anderes. Und ich hatte mal in meinem Bücherregal geschaut, was ich denn noch so für ungelesene Bücher habe. Und hab da die Dunbridge Academy gesehen, die Kobi mir einfach letztes Jahr im Adventskalender geschenkt hat. Wow, ein Jahr stand das Buch jetzt ungelesen hier. Jetzt lese ich es auf dem Kindle und ich finde es bis jetzt richtig gut. Ich bin jetzt gerade 4 Kapitel weit gekommen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, da bin ich jetzt dran. So, und jetzt haben wir 18 Uhr. Das heißt, Kobi kommt ungefähr in einer Stunde vom Sport. Deswegen fange ich jetzt mal an zu kochen. Ich bin zurück zu Hause und ja, ich trage einen Haarreif. Ich leihe mir tatsächlich immer bei Frau Mahoney ein. Früher hatte ich ja diesen ganz dünnen kleinen schwarzen, aber der ist irgendwie verloren gegangen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und jetzt trage ich einfach den, weil der mir ganz gut passt. Und wenn ihr euch fragt, wieso, das ist manchmal, wenn ich halt vom Duschen so ne, komme und dann habe ich irgendwie keinen Bock, so die irgendwie zu machen oder zu füllen oder irgendwas, dann packe ich so ein Ding einfach rein. Ich laufe ja nur zu Hause rum und bei euch fühle ich mich maximal wohl, das zu vloggen. Deswegen stört es mich nicht. Ja, also, ziehe ich halt an und sehe zwar ein bisschen bescheuert aus, aber... Und hier mache ich jetzt gerade den Podcast ready. Ich habe den jetzt schon an sich rausgerendert, aber ich muss jetzt immer noch jeweils einzeln alles rausrendern für die Clips, die ihr dann immer auf Instagram seht. Ihr könnt mal gerne unserem Rastplatz Instagram-Account folgen, Freunde. Da gibt es dann immer coole Videoausschnitte. Die sind auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Und wenn ihr da ganz genau hinguckt, seht ihr in diesen wundervollen Namen Folge 31 schon. Hä? Wie geht das denn? Wie schnell vergeht die Zeit? Du, ja, das lecker.
Lecker schmecken. Diddly diddy. Lecker, lecker schmecken. Wow, ich freue mich jetzt. Oh. Krieg mal einen halben Herzinfarkt hier. Mensch. Ich wollte sagen, eigentlich nur, ich freue mich so sehr auf das Essen. Geil. Wir hatten schon lange nicht mehr so Nudelauflauf oder sowas. Ja, weil ich ja aktuell auch sehr wenig Nudeln esse, ne? Ja, schon lange Zeit. Sagen, ne? Aber es musste einfach sein. Und das Ding ist, wisst ihr Leute, ich mache ja am Wochenanfang so die Einkaufsliste und sage so, okay, was möchtest du essen, Schatz? Und es ist ja nicht so, als würde ich dann nicht Vorschläge annehmen, wenn er welche machen würde. Ne, jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche hat er zum allerersten Mal gefühlt, einer der ersten Male, kann man an einer Hand abzählen, gesagt, er wünscht sich so Chicken-Dinger mit Bratkartoffeln. Habe ich sofort gemacht, war mega lecker. Aber er sagt immer, was ich essen will, mir egal. Und dann gibt es so irgendwas und dann isst er das nicht. Dann isst er Salat, weil ihm das nicht passt, was ich mache. So. Tut mir leid. Ja, ich bin so sieht es aus. Aber jetzt habe ich heute gedacht, nö, ich frage gar nicht erst, worauf er Bock hat. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Boah, das war bestimmt voll ASMR für euch jetzt gerade das Geräusch, oder Leute? Wow, this looks fantastic. Wollte ich nicht einen kleinen Auflauf machen? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ist es auch irgendwie, ich habe nur die Hälfte gemacht von den Zutaten, die ich sonst mache und die kleine Auflaufform. Das sieht für mich aus wie eine große, ne? Nee, es ist die kleine von den beiden. Mhm. Naja, Junge, es ist so cheesy. Ganz wichtig, Freunde, Curry-Ketchup dazu. Wir haben schon komische Essgewohnheiten, das muss man sagen. Zu Spaghetti Bolognese gibt's Apfelmus, zu Nudelauflauf gibt's Curry-Ketchup. So, guten Hunger! Guten! Geil!